So, weiter geht's mit dem Qualifikationstraining hier aus den Niederlanden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Training war schon gut. Mal sehen, ob es die ersten Punkte gibt. So. All clear the garage, please. Car ready to leave. Ist natürlich auch in welchen Formel 1 es gibt diese Saison für das Auto auch eine neue Lackierung, die ist schon fertig, die werden wir uns dann aber angucken, wenn wir dann am Ende der Saison sind. Definitiv werden wir nicht mit dieser Lackierung in die neue Saison gehen. Die fahren nicht nur die Saison. Der Teamname wird bleiben, klar. Aber die Lackierung müssen wir dann mal gucken. So, auf geht's ins Qualifying. Wie es jetzt läuft. Letztes Training war 9. Also gestern das Training, das dritte freie. Davor war es ja Platz 11 und davor war es Platz 19. So, ich ziehe mal den letzten McLaren mal ziehen. Bei dem stehe ich auch nur, würde ich auch nur unnötig im Weg stehen. Und mir jetzt, er mir jetzt eigentlich natürlich auch. Ich lasse ihn bewusst jetzt mal ein bisschen ziehen. Gut, es gibt nur Hot Lap oder nicht oder kein, okay, kein Überholen, okay. So, auf geht's ins Qualifying, erste gezeitete Runde. Bis jetzt wird rausgekommen. Dann ist die Runde schon am Arsch. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Jetzt bin ich ja ziemlich froh, dass es mit dem Schaden und alles nicht klappt. Du würdest ja auch komplett stehen. Weil, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Realismus sollte auch schon sein. Dann ist der Flügel rechts vorne beschädigt. So, da vorne ist irgendwo ein Auto. Ich sehe noch nicht gerade, was es ist. Fuck. Ja, das ist alles gut. Die Runde wird definitiv eine Vollkatastrophe werden. Das heißt, wir müssen noch mal eine Runde sitzen. So, ist jetzt erstmal eine Runde auf jeden Fall. Damit wir irgendwas haben. Es ist eine 15-1. Da muss auf jeden Fall nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran, vor allen Dingen. Der ist. Wo du jetzt ausgerechnet hier stehen bleibst, ey. So. Ich will jetzt bewusst mal ein bisschen auf Standard. Wir können hier keine neue Runde fahren, wir brechen nämlich jetzt hier ab. Wir gehen dann in die Box. Wie gesagt, mit dem kaputten Frontflügel wird keine gute Zeit drin sein.
So. Ja, die Runde sind definitiv eine Katastrophe gewesen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachliefern. Mit einer 1,15er Runde brauchen wir gar nicht kommen, aber eigentlich fast gar nicht antreten. Ja, schauen wir. Specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Our best lap so far is a 1 minute 15.1. First in the speed trap, 324.0 kilometers per hour. It's pretty quiet out on track. We should consider getting out there.
So. Zweite Welle startet gleich. Ups. So, dann fahren wir nochmal raus. Versuchen wir die Runde nochmal ein bisschen besser zu fahren als die davor. So. Schon wieder so diese Verbremsung dieser Kurve, ne? So, auf geht's. So, mal gucken, wie der Abstand jetzt wird. 14.
Ich fahre jetzt bewusst zu langsam gerade. So, 2 Minütchen noch. Slap so far is a 1:12.3. So. Das war ein bisschen zu viel. So war der Plan an der Sache. So, mal gucken, was der Teamkollege macht, wenn er auf der Strecke ist. Besser. So. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Vettel und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Der Teamkollege auf 15. Zufrieden. Gute Ergebnisse. War das ein aufregendes Rennen. Wie war also das Rennen. Ihrer Sicht? Das war ein Qualifying, kein Rennen. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? So. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Bisschen Abtrieb muss rein. Danke für den Kommentar. Gut. Dann haben wir das. Und dann sind wir vorne durch. Und ich denke, beim Qualifying, beziehungsweise beim Rennen, sollte es hoffentlich morgen passen. Gut, dann sind wir durch. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem Rennen.